Europa steht Kopf. Deutschland 2019. In so mancher Wohnstube wird verzweifelt versucht, ein weiteres düsteres Jahr im merkelianischen Zeitalter aus dem Kalender zu streichen. Die Fassade eines Landes, in dem wir gut und gerne leben, scheint ganz vordergründig noch intakt zu sein. Ein Blick in die Fenster aber lässt anderes erkennen. Auch zu später Stunde sonnen sich sogenannte Wutbürger noch im blauen Licht ihrer Computerbildschirme, Tichys Einblick, PI News, Nachdenkseiten, Akkadi, Philosophia Perennis. Wer hätte ahnen können, dass nach diesem Wahldebakel unter den gegebenen Umständen Annegret Kramp-Karrenbauer als baldige Kanzlerin möglicherweise noch das geringere Übel wäre. Stattdessen sprechen alle nur noch vom Wahlgewinner, angeführt von es gibt kein Volk, es gibt deshalb auch kein Verrat am Volk, Habeck, und wir verteuern die Vergangenheit und machen die Zukunft günstiger, CO2-Steuer, Baerbock von den Grünen. Während im Osten das Echo der Protestchöre mittlerweile wenigstens bis in die rot-grünen Villenviertel, bis an den Vorgartenzaun reicht, scheint im Westen kaum noch Hoffnung zu bestehen. Das frühmorgendliche, ich bringe nur mal eben schnell den Müll raus über den Gartenzaun Gespräch mit dem Nachbarn, erstreckt sich zwar von wenigen Minuten bisweilen über den halben Vormittag, aber den notwendigen politischen Erfolg scheint das für sich gesehen noch nicht einzuleiten. Asylkrise, Vergewaltigungen, Terror, Sprechverbote sowie Verfolgung politisch Andersdenkender im Internet. Hektargroß geschlagene Schneisen in deutschen Wäldern, von Windrädern geschredderte Vögel und Insekten, auch bis zum Tode arbeitende Kinder in dunklen kongolesischen Kobaltminen. All das scheint das Voranschreiten des linksgrünen Zeitgeistes, begleitet vom modernen Jesus Christus, auch bekannt als Greta Thunberg, nicht entgegenzustehen. Nur eine Partei lässt sich davon nicht unterkriegen. Spätabends in der Parteizentrale in München brennt noch Licht. Wie für den Wutbürger der oben beschriebenen Art, als auch für die letztgenannte Partei scheint der Feind immerhin klarer erkennbar zu sein als zuvor. Die großen Erfolge der politischen Linken der letzten Jahre, der Wahlsieg der Grünen zur Wahl zum EU-Parlament, zum sogenannten, über 20% der Stimmen, zweitstärkste Kraft. Die statistischen Wahlanalysen geben dem neuen Feind Konturen. 18 bis 24 Jahre, 34% für Grün. 25 bis 34 Jahre, 27% für Grün. Und diese geben immer größeren Anlass für die kreativsten Neologismen. Klimajugend, früher war es die Merkel-Jugend und vorher noch andere Jugenden. Mein persönlicher Favorit, den ich jüngst gelesen habe, aber die Greta-Jünger, ja, hervorragend. Solche Stempel helfen uns Rechtspopulisten, uns Ewiggestrigen dabei, den Feind genauer einzugrenzen und eine ganze Generation in fest verschlossene Schubladen zu stecken und zu kategorisieren, in die wir selbst nicht reingesteckt werden wollen. Liebe Freunde, was ich damit zum Ausdruck bringen will, der politische Trümmerhaufen, den wir in unserem Land vorfinden, auch gerade nach dem Wahlerfolg der Grünen, was nicht gerade zum Schmunzeln einlädt, sage ich mal, ist nicht verursacht durch die Jugend. Ein paar Jugendliche, die freitags immer gern während der Schulzeit, aber keineswegs in den Schulferien demonstriert und die hervorragende Leistung vollbringt, Pappschilder in die Luft zu halten, das ist nicht unser Feind. Unser Feind ist nicht eine Generation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die bei einer Wahl eine falsche Entscheidung getroffen haben. Unser politischer Feind sind die Ideologen, die eine ganze Generation vor sich hertreiben und ihre linken Multikulti-Gesellschaftsexperimente gegen sie und auf ihren Rücken mit ihrer Hilfe durchführen. Und gegen die müssen wir angehen, nicht gegen die Jugend. Mit welchem Recht Menschen, die bis 2013
oder gar später noch Merkels CDU-CSU unterstützt haben und damit nicht minder zum Erfolg der politischen Linken, wozu ich ganz klar auch Angela Merkels Politik rechne, beigetragen haben. Nun mit erhobenem Zeigefinger auf die Jugend zeigen, bleibt weiterhin schleierhaft. Jedenfalls kann und wird eine solche Sichtweise zwangsläufig in die politische Erfolglosigkeit führen. Keineswegs werden sich langfristige Hochs damit einstellen, um unsere Heimat und Zukunft nachhaltig zu sichern, denn Jugend bedeutet auch Zukunft. Auch mit unserem zweiten Konservatismuskongress am heutigen Tage, zu dem ich euch bzw. Sie ganz herzlich einlade und begrüße, verfolgen wir ein anderes Ziel. Hier und heute soll es nicht darum gehen, um in Wahlkampfrhetorik das zu repetieren, von dem wir alle ohnehin bereits schon wissen, dass es richtig ist und längst bekannt ist. Stattdessen erscheint es unausweichlich und notwendiger als je zuvor, die Anliegen der Jugend, deren schwierige Lage, in der sie sich zweifellos befindet, ich werde das gleich ausführen, auf Metaebene zu verstehen und euch bzw. Ihnen das Verständnis für das politische Gesamtgefüge an die Hand zu geben, den Blick für die Dinge zu schärfen, die ein jeder von uns in seinem jeweiligen Wirkungskreis angehalten ist, proaktiv zu verbessern. Denn eines muss klar sein, wir dürfen nicht eine ganze Generation verloren geben, sondern unsere Bemühungen müssen stets dahingehend darauf gerichtet sein, junge Erwachsene durch unsere politische Arbeit auf den Pfad der Vernunft zurückzubewegen, um unsere Heimat, uns unsere hart erkämpften Werte, unsere Kulturgüter, Tradition und so weiter zu bewahren und nachhaltig zu sichern. Bevor ich nach meiner Rede die Bühne für unsere hervorragenden weiteren Redner freigebe, will ich zu einigen gespannten Themen einen kurzen Einblick geben. Ich bin mir sicher, den Referenten wird es im Nachgang noch näher oder noch besser gelingen als mir sogar, was erstaunlich ist, wenn ich das zugebe, ne? Gelingen eben einen tieferen Einblick in die jeweiligen Teilbereiche zu gewähren. Und ich möchte kurz skizzieren, weshalb es sich bei der Jugend, so wie wir sie heute vermeintlich vorfinden, ja, das ist ja der klassische Inbegriff, wenn man die so bei Fridays for Futures Demos dann im Nachgang im Fernsehen sieht, das ist ja der klassische Inbegriff dessen, wie Jugend heute gesehen wird und weshalb das keineswegs so ist und weshalb wir die Jugend nicht verloren geben dürfen, will ich hier eine kurze Skizze abreißen. Mir wird ja immer vorgeworfen, ein Intellektueller zu sein oder sein zu wollen. Diesen Vorwurf muss ich natürlich aufs Schärfste zurückweisen. Lediglich hatte ich das eine oder andere Mal eine Gelegenheit, genau zu beobachten, was die Menschen, vor allem die Jugendlichen, bewegt. Einige bessere Gelegenheiten als andere. Als ich 2013 in die AfD eingetreten bin und begonnen habe, mich für die junge Alternative zu engagieren, ich war damals 19 Jahre jung, man sieht es mir kaum an, 6 Jahre ist es schon her, war ich zugegebenermaßen noch etwas blauäugig und naiv. Hoffnungsvoll also wartete ich damals im September desselben Jahres 2013 auf die Hochrechnung zu der ersten Bundestagswahl, wo ich wahlberechtigt war. Und ich war mir ziemlich sicher, dass wir schon irgendwo zwischen 20% und 30% holen würden. Dem war nicht so, leider. Oder vielleicht nicht leider in dem Fall. Der Ernstfall, sich zwischen dem dürren Professoren aus Hamburg oder dem netten Onkel mit der Vorliebe für Amazonashüte sich als sozusagen Kanzlerkandidat entscheiden zu müssen, trat demnach nicht ein, erfreulicherweise aus heutiger Sicht. Als ich dann nach circa 2 Jahren Parteiarbeit als geläutert galt und sämtliche Hoffnung in die Menschheit verloren hatte zwischenzeitlich, bin ich vom Äußerlichen her 10 Jahre gealtert. Ich habe mir öfters mal die Haare raufen müssen, weshalb meine Frisur heute so aussieht. Andreas Kalbitz wird wissen, wovon ich spreche. Ja. Ich habe aber einiges gelernt. Als ich dann als geläutert galt, nahm ich an unzähligen Diskussionsrunden teil, bei denen ich als Vertreter der jungen Alternative zugegen war. Nicht immer wurden wir mit Applaus begrüßt bei solchen Runden. Ja, einmal ging es sogar so weit, dass man mich nach der Diskussion
in sehr unfreundlicher Art und Weise nach draußen gebeten hatte, da die Schüler nach der Diskussionsrunde kein Interesse an den anderen Parteien hatten, sondern sich nur mit mir unterhalten wollten. Das war der Höhepunkt bis jetzt. Da begann ich langsam zu verstehen, wie das Verhältnis der Jugend zur Politik tatsächlich ist. Und heute bin ich mir ziemlich sicher. Ich möchte es aus meiner Sicht die ganz maßgeblichen Einflussfaktoren hier nennen, die es gibt. Erstens, das Problem mit den Lehrern. Unsere Bildungseinrichtungen sind nach der Kulturrevolution von 1968 immer noch weit überwiegend oder wenigstens aber in den Schlüsselpositionen besetzt in der Hand und fest in der Hand von Alt-68ern bzw. der Nachfolgegeneration, die nicht gerade für Vorteile sorgen für Andersdenkende. Der erste Unterpunkt betrifft dabei den ideologischen Kampf Lehrer gegen Lehrer oder Schulen gegen konservative Lehrer. Es vermag überhaupt nicht zu verwundern, wenn etwa der Präsident der Uni Bayreuth sich jüngst zu folgender Stellungnahme hinreißen lässt, die auf der Seite der Universität mit Universitätslogo veröffentlicht wird. Zitat: Das Parteiprogramm der AfD steht unserem Leitbild, in dem wir uns ganz klar zu einer weltoffenen und toleranten Universität innerhalb einer demokratischen Gesellschaft bekennen, diametral entgegen auf der Seite einer Universität. Grund: Privatdozent und Islamwissenschaftler Hans-Thomas Tillschneider, zugleich AfD, kam auf die absurde Idee, seinem Beruf nachzugehen und seine Pflichtlehrveranstaltungen, die er halten muss als Privatdozent an der Uni Bayreuth, durchzuführen. Wir sind ja hier in Oberfranken, viele von Ihnen kennen Gerd Kögler, der ja als Rektor einer Schule hier in Oberfranken immer wieder mit Nachteilen und Negativschlagzeilen sozusagen hervortritt, dadurch, dass er einfach unangemessen behandelt wird. Ich brauche das nicht im Detail ausführen. Ich könnte zahlreiche weitere Fälle nennen, wo immer wieder honorige Lehrer wegen ihrer AfD-Mitgliedschaft und von Schulleitern und Lehrerkollegen im wahrsten Sinne des Wortes hier mal zutreffend diskriminiert und massivst unter Druck gesetzt werden. Die doppelmoralischen Standards, die es dabei zulassen, Menschen, die politisch aktiv sind, die Eignung abzusprechen, als Wissenschaftler oder als Lehrer ohne parteipolitische Einflüsse zu lehren, aber im Namen eben dieser Bildungseinrichtung, wir haben es am Beispiel der Uni Bayreuth gesehen, politische Ergüsse im Amt als eigentlich neutrale Person loslassen, um eben jene Lehrer zu diskriminieren, ist mindestens erklärungsbedürftig und sogar ziemlich widerlich und verlogen. Für Linke typisch, aber hier nochmal besonders herauszustellen. Gegen diesen Beißreflex, der im Wesentlichen aus meiner Sicht daher rührt, dass eine verbitterte Generation an Linken, denen langsam sozusagen die Meinungsvorherrschaft auch in den Schulen, an den Universitäten, in Bayern haben wir es an verschiedenen Universitäten ganz stark zu spüren bekommen, diese Meinungsvorherrschaft, die verloren zu drohen geht, durch die Hände rinnt, das ist der Beißreflex, der daher rührt. Ferner betrifft es den ideologischen Kampf Lehrer gegen Schüler, welcher vielleicht vom offenen Ausgrenzen Andersdenkender, in diesem Sinne konservativer Schüler, in eine sehr viel subtilere Taktik übergegangen ist. Während Sie bis vor 2-3 Jahren oder ihr immer noch mal Schlagzeilen gehört habt, dass zum Beispiel Schüler schlechter bewertet werden, wenn sie ihre Bachelor- oder Masterarbeit abgeben, weil sie nicht gendergerechte Sprache verwenden, ist es mittlerweile doch wieder etwas anders, weil man anscheinend gemerkt hat, der Widerstand, der sich hier regt, ist doch recht groß. Es ist auch viel einfacher dann, ohne das Risiko, dass diese Indoktrination auf Widerstand stößt, im Verdeckten Schüler unangemessen zu behandeln, zu benachteiligen, sie vorzuführen und bloßzustellen, weil sie konservativ denken, weil sie Eltern haben, die in der AfD sind oder sich konservativen Werten verschrieben sehen. Man kann sich gut vorstellen, dass es hinreichend negative psychische Auswirkungen hat auf Kinder, auf Jugendliche, wenn der Lehrer zwar nicht offen sagt, dass er es hasst, wenn immer dieser widerspenstige Schüler, dieser eine, irgendwas sagt, weil der Lehrer wieder irgendwas loslässt, was so nicht im Raum eben stehen gelassen werden kann,
und jede Gelegenheit nutzt, ihn aufzurufen, vielleicht auch in anderen Fächern, die gar nichts mit Politik zu tun haben, ihn fortzuführen und, wie gesagt, bloßzustellen. Ich möchte mal ein Beispiel ganz konkret bringen, wie das funktioniert. Wir haben ein sehr junges Mitglied, kommt auch aus Oberfranken in der Jungen Alternative. Da ist die Mutter parteipolitisch sehr aktiv und er berichtet regelmäßig, dass er zwar nicht jetzt gesagt bekommt, ja, du Marvin heißt er, du bist jetzt dumm, weil du jetzt ein Konservativer bist oder du gehörst ja nicht hin, weil du rechtes Gedankengut verbreitest. Es funktioniert so subtil, dass sie ihn einfach überdurchschnittlich oft im Unterricht aufrufen und jedes Mal, wenn es irgendwie nur im Ansatz um Politik geht, dann wird gesagt, ah ja, hier Marvin, du, hier deine Mutter, die hat doch mit Politik zu tun, erklär doch mal. Ja? In dem Wissen, dass er dann, oder in der Hoffnung, dass er dann irgendwas sagt, was so nicht gesagt werden sollte, man irgendwie ausgrenzen kann oder er sich selbst bloßstellt. So funktioniert das leider. Auch diesen Methoden müssen wir uns gewahr werden und glaubt mir, es wird der Tag kommen, an dem unsere Bildungseinrichtungen von solchen linken Ideologen befreit sind. Ich habe versucht, jetzt erstmal allgemein zu schildern, wie es in den Bildungseinrichtungen aussieht. Die Wirkungen unseres ganzen Bildungssystems will ich jetzt darlegen. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der unmittelbar aus meiner Sicht daraus folgt, wie unser Bildungssystem aufgebaut ist. Es ist aus meiner Sicht der Verlust fester Bindungen, die Beschleunigung der Lebensverhältnisse und die damit einhergehende Entwurzelung des Einzelnen. Es ist, wie gesagt, ein ganz zentraler Punkt der konservativen oder des Verlustes der konservativen Vorprägung. Familien sind für unsere Identitätsbildung, das weiß man, das ist psychologisch gut erforscht, enorm wichtig für die personelle und familiäre Identität, um auf deren Geist ein konservatives Weltbild wachsen kann. Nicht ohne Grund werden deshalb Familien als Keimzellen der Gesellschaft betrachtet und benannt. Die These, dass die persönliche Identität etwas Statisches ist, was nur in den ersten paar Lebensjahren irgendwie geprägt wird, gilt als überholt. Stattdessen muss diese Identitätsbildung, die eben dieses Gedankengut, dieses Rechte oder Konservative, wir werden später noch einige andere Ausführungen dazu hören, prägt, als fortlaufender Prozess betrachtet werden. Ja? Bis ins späte Jugendalter werden maßgebliche Kategorien der Identität noch ausgebildet oder wenigstens beeinflusst oder neu erfunden. Zu den ganz maßgeblich hier auch in der Jugend noch ausgebildeten Kategorien gehört die Verortung der eigenen Identität zwischen Individualismus und Kollektivismus. Entweder ist die Identität vorwiegend in einem selbst begründet oder in der Familie, im Kollektiv, im Volk, in der Religionsgemeinschaft und so weiter. Und hier zeigt sich auch die weitere Gefahr, die in diesem ganzen Bildungsapparat liegt. Sie finden ja heute fast keinen Schüler mehr, der nicht mit 25 wenigstens überspitzt gesagt 3 Semester im Ausland verbracht hat, von Erasmus-Programm bis hin zu irgendwelchen parlamentarischen Patenschaftsprogrammen, Kost und Logis, all inclusive, fast wie auf Malle im Last-Minute-Urlaub, Hauptsache weg, international und bunt, Weltbürger müssen sie sein, keine Deutschen. Den möchte man am liebsten irgendwie gleich zurufen, ja warte überhaupt schon mal im Schwarzwald, in München, in Augsburg, in Magdeburg, wo auch immer, wisst ihr überhaupt, was für wunderschöne Städte wir in Deutschland haben, die kennen ihre eigene Heimat nicht mehr. Und darin ist auch dieser übertriebene, von den Bildungseinrichtungen geförderter Internationalismus auch im Bildungsbereich schuld. Diese Fehlentwicklung, sie ist gerade augenfällig in den Studienjahren, sie steht die stets möglichst weit weg, ich habe es angesprochen, jedenfalls nicht nahe der eigenen Familie und gleichzeitig möglichst schnell absolviert werden müssen, um möglichst schnell eine Arbeitsstelle zu finden, in einem Top-Beruf unterzukommen und so dann auch kaum Zeit zu haben, sich über so etwas Lästiges wie eine eigene Familie Gedanken machen zu müssen. Ohne Entschleunigung keine Ruhe, ohne Ruhe keine Familie, ohne Familie keine familiäre Identität. Ohne familiäre, auf lange Sicht auch keine nationale Identität, keine Verbindung zur Heimat, kein Patriotismus.
möglichst schnell auf der Karriereleiter raufklettern, hat vielfach inneres Gleichgewicht und Familiengründung ersetzt, bedauerlicherweise. Ohnehin wäre es ja auch als ziemlich asozial angesehen, unter 25 schon Kinder zu haben. Man stelle sich vor, die Frau, die Freundin würde dann noch irgendwie in einem Café sitzen und das Kind fängt an zu quengeln. Oder der Kinderwagen müsste mit in die Universität geschoben werden. Das ist ja eine Vorstellung, die für die meisten Schüler und Studenten ja völlig ekelhaft fast schon ist. Ja. Und ohnehin, wieso sollte man sich überhaupt mit einer Frau einlassen, wenn ich bei Tinder doch einfach nur nach links oder nach rechts swipen muss? Das ist der Zustand der Gesellschaft mittlerweile. Ob das eine gesunde Entwicklung ist, ich mag es zu bezweifeln. Um zu verhindern, dass wir, wie Armin Mohler es beschreibt, eine Gesellschaft haben, wo irgendwann nur noch ein 3 Uhr morgens Denken vorherrscht. Ja? Also ein Denken eines Menschen, der um 3 Uhr in der Nacht völlig entwurzelt, losgelöst, sozusagen gewissermaßen im Halbschlaf ein Weltbild entwickelt und im Kopf sich ausmalt, ohne Rücksicht auf die Realität. Alle lieben sich, jeder kann das sein, was er will, heute hier, morgen da, heute dies, morgen das, ganz ohne Rücksicht auf die natürlichen Gegebenheiten. Um das zu verhindern, brauchen wir, davon bin ich fest überzeugt, eine Restauration des Wertes der Familie und vor allem eine Entschleunigung und eine damit einhergehende Erdung der Person im ganzen, auch im ganzen Bildungswesen. Das ist völlig klar. Mir ist völlig gleichgültig, wie lange jemand studiert, lieber 10 Semester was Anständiges gelernt, finanziell dabei auf eigenen Beinen gestanden und etwas für Deutschland gemacht, als 6 Semester Turbo, Bachelor, Master of Philosophy und Economics und danach als Taxifahrer durch die Gegend kutschieren. Nicht jeder muss studieren, die ehrbaren Berufe sind wichtiger als je zuvor, die Ausbildungsberufe, und es ist keine Schande, nicht zu studieren. Ja? Und auch diese Vermassung der Universitäten muss beendet werden. Und die Schieflage tritt doch nur dort ein, wo der Staat meint, jeden, der völlig offenkundig minderbegabt ist, jahrelang durch die Bildungseinrichtungen, durchs Bildungssystem zu schleifen und dabei noch möglichst viel BAföG zuzuschustern. Das ist das Problem, was gestoppt werden muss. Ja? Die, die tatsächlich was lernen wollen, die kann man auch natürlich unterstützen, aber das müssen sie natürlich unter Beweis stellen und nicht irgendwie 10 Semester Philosophie studieren und dann merken, hoppla, war alles für die Katz und jetzt werde ich halt Bademeister oder so. Ohne jetzt Bademeister zu diskriminieren. Ja. Da gibt es auch sehr gute. So ist es aus linker Sicht nicht nur im Alter, im jugendlichen Alter, im studentischen Alter logisch, sondern vor allem auch im frühkindlichen Alter, dasselbe Kind möglichst aus der Familie herauszulösen, möglichst früh zu prägen, möglichst die familiären Werte herauszuhalten aus der Identitäts- und Charakterbildung. Und wir müssen wieder dahingehend übergehen, dass Bildung und vor allem Charakterbildung wieder in den Familien stattfindet und nicht von irgendwelchen Lehrern. Die haben an Charakterbildung überhaupt nichts verloren, sondern das muss in den Familien passieren. Also es wird nicht kühler hier in dem Raum. Ich werde mal schnell einen Schluck Wasser zu mir nehmen. Dankeschön. Nächster Punkt, nächstes großes Problem. Wie entsteht linke Meinungsführerschaft in den Schulen, in den Universitäten? In den Bildungseinrichtungen, die aus meiner Sicht systematisch in diesem Zustand, den ich beschrieben habe, aufrechterhalten werden, ist unter folgenden Gruppen von gebildeten oder verbildeten Menschen, wie sie mancher gern bezeichnen, zu unterscheiden. Es gibt einige wenige Multiplikatoren der politischen Linken, die sind überzeugt, dass links cool ist, dass Kommunismus, Marxismus, mindestens aber Sozialismus sinnhaft ist und dass Fridays for Future sowieso die Erlösung der Menschheit mit sich bringen wird. Man sieht es ja schon an den Führungspersönlichkeiten dieser Bewegung. Diese wenigen Multiplikatoren, sie sind tatsächlich Hetzer, sie lassen andere Meinungen nicht zu und trampeln auf jedem herum, der anders denkt. Was aber wichtiger ist, sind die anderen. Es gibt einige wenige, aber es gibt sie im Kern politische Menschen, so meine Beobachtung, welche die Unrichtigkeit
der linken politischen Meinung auch in den Bildungseinrichtungen erkennt und wenigstens aber die Unterdrückung dieses Diskurses nicht will und sich zur Wehr setzt. Was es aber gibt, ist eine ganze Menge an im Kern politischen Menschen, welche die Unrichtigkeit zwar erkennt, die Unterdrückung des Diskurses erkennt und auch die Nachteile erkennt, sich aber schämen, sich zurückhalten, etwas zu sagen und wenigstens ihre Karriereaussichten nicht in Gefahr sehen wollen und deshalb den Mund halten. Und das ist eine große graue Masse, die im Wesentlichen nach opportunistischen Gesichtspunkten handelt, weil sie sich in einer Minderheit sieht, die sie möglicherweise gar nicht ist, die sogenannte stille Mehrheit. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz schlimmes Problem. Ich versuche das immer so zu beschreiben, man versetze sich mal in die Lage eines 16-, 17-, 18-Jährigen, der kommt vielleicht aus einer konservativen Familie sogar, vertritt konservative Werte und der geht dann voller Hoffnung in die Universität rein und kriegt jeden Tag von irgendeinem linken Spinner verbal auf die Fresse. Ja. Linke Lehrer dulden das oder Professoren dulden das. Dann kommen ständig solche Pressemitteilungen der vorhin genannten Art, auch noch von der Universitätsleitung, sodass es ja fast krankhaft wird, dass ich denke, die Werte, die ich vertrete, haben angeblich mit der Realität nichts zu tun oder ich darf sie gar nicht vertreten. Ja? Und das ist, glaube ich, wenn man das über mehrere Jahre hindurch durchführt, kommt man irgendwann an einen Point of No Return oder einen Punkt, der nicht wiederkehrt, wie auch immer man das bezeichnen will, wo es auch nicht mehr zurückgeht. Ich halte es fast für ausgeschlossen, dass ein Mit-30er oder End-20er plötzlich erkennt, mitten im Beruf, ich habe jetzt die letzten 10 Jahre meinen Mund gehalten, aber jetzt zeige ich es den Linken aus der Uni mal so richtig und jetzt engagiere ich mich noch politisch. Ich glaube, es ist wirklich dann krankhaft, dass es lieber so still dann weitergeht und man sich völlig aus der Politik entfernt, als dann seinen eigenen Fehler einzugestehen und zu sagen, wieso habe ich damals eigentlich den Mund gehalten. Und diese Leute gilt es auch während ihrer Schulzeit, während ihrer Universitätszeit den Rücken zu stärken, dass sie merken, unsere Meinung ist überhaupt nicht absurd, sie ist ganz normal. Und konservativ ist das, was unsere Gesellschaft am Laufen hält. Und deshalb machen wir unsere Arbeit hier. Es scheint immer wieder nahezu aussichtslos, ja? Auch wenn man immer wieder diese schönen Bilder der Greta Thunberg im Fernsehen sieht, ja? Die ja Massen an Jugendlichen, so scheint es, hinter sich hat. Aber was können die Lösungsansätze sein? Ich will es auch nur hier ein paar Punkte nennen, die aus meiner Sicht zielführend sein können. Während der abschließenden Podiumsdiskussion auf unserem letztjährigen Konservatismuskongress im beschaulichen Örtchen Brixenstadt, manch einer wird sich erinnern, Felix Menzel, Andreas Kalbitz haben auch teilgenommen letztes Jahr, wurde folgende Frage gestellt an alle Personen. Die Frage lautete sinngemäß: Weshalb bist du kein Linker geworden? Weshalb bist du rechts? Weshalb bist du konservativ eigentlich? Ich antwortete damals ungefähr darauf, ich konnte nie etwas damit anfangen, dass Linke auf dem Reißbrett eine Ideologie, ein Weltbild entwerfen, die sie dann dem Volk gewissermaßen überstülpen wollen wie eine Hülle, ohne Rücksicht auf den einzelnen Menschen. Es scheint irgendwie immer zuerst die Theorie da zu sein und dann die Politik, dann der Mensch. Das darf nun nicht aus der Sicht oder in dem Sinne missverstanden werden, dass Konservative keine klare ideologische Weltanschauung haben sollte. Ganz im Gegenteil. Nur hat die politische Theorie, auch die konservative Theorie, den realen Bedürfnissen der Menschen zu dienen, des Volkes zu folgen. Den Menschen so ins Visier zu nehmen, wie er ist, nicht wie wir ihn gerne hätten und wie das die Linken machen. Das ist keine vernünftige Politik. Und es scheint aus meiner Sicht sogar so, dass die große politische Schwäche oder die Schwäche der politischen Rechten ist, zumindest der letzten Jahre und Jahrzehnte, kann kein ganz einheitliches, ganzheitliches ideologisches Weltbild, kein Gegenentwurf, keinen konservativen Gegenentwurf zu diesen linken Spinnereien zu haben. Und diese werden entsprechend auch nur, wenn dann nur sehr kurzfristig, jedenfalls aber nicht nachhaltig parteipolitisch vertreten.
Und wie gesagt, ich meine, Karl-Heinz Weismann hat es gesagt, die konservative Theorie kann immer nur ein kurzweiliges Mittel sein, um sich die Realität zu erschließen, aber nicht wie die Linken sich der Realität zu verschließen. Vielleicht rührt die Einfachheit und Leichtigkeit der politischen Linken genau daher, wie es auch richtigerweise Mola sagt, sie ist so allgemein, so wirklichkeitsfremd und vermeintlich menschenfreundlich, dass sich all diese Linken darauf irgendwie noch einigen können. Während dem Konservativismus anhaftet, sich ständig mittlerweile erneuern zu müssen, ständig erneut die Frage zu stellen müssen, was ist überhaupt erhaltenswert, was ist zu konservieren. Ich habe gestern bei der Vorabendveranstaltung eingeleitet mit den Worten, was ist in so einer Zeit wie heute überhaupt zu konservieren, ja? Wo so ein linker Zeitgeist herrscht. Da gibt es so viel nicht mehr. Wir brauchen einen Gegenentwurf. Es ist eine ganz neue Sichtweise. Ich bin mir jedenfalls an einem Punkt ganz sicher, durch Verurteilung einer ganzen Generation werden wir nichts erreichen. Wir müssen unsere Wurzeln genau dorthin schlagen, wo die politischen Linken ihr Ungeist seit Jahrzehnten tut. Und das betrifft alle Bereiche, wo Gesellschaft ist. Ohne Schulung der eigenen Ideologie wird das gar nicht, jedenfalls langfristig nicht funktionieren. Eine Umkehrung der aktuellen Verhältnisse setzt voraus, dass unsere Multiplikatoren, und damit meine ich alle, wie sie hier und heute sitzen und sich auch meine langatmigen Ausführungen hier über sich erdulden und sich dem Konservatismus verpflichtet fühlen, dass diese Ideologie ausgeprägt wird und mitgenommen wird in alle Bereiche, wo sie hineinwirken können, in ihren Wirkungskreis. Und deshalb sind wir heute hier und es muss überall dort widersprochen werden, wo der linke Ungeist herrscht. Meine lieben Freunde, nur so kann Politik in unserem Sinne auf lange Sicht gelingen. Und unser jährlich stattfindender Konservatismuskongress ist gewiss ein kleiner Baustein, aber es ist ein Baustein, um dieses große Vorhaben anzugehen. Also lasst uns gemeinsam in geselliger Atmosphäre, aber gleichwohl dem ernsten Anliegen der heutigen Veranstaltung gerecht werden, die Ausführungen unserer hochkarätigen Gäste heute lauschen. Und mit Nachdruck möchte ich es noch einmal sagen, dass wir dann das richtige Handwerkszeug mit dabei haben, um den politischen Kampf sachgerecht und bis in die nächsten Generationen hineinzuführen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit.